10 Jahre Severinus, Sevel, 10-jährige Erfolgsgeschichte. 170 Kind, 60 Kurs. Doch ein Kind, Kind sein und Erwachsene können wieder Kind werden. Hört zu. Schön wie Kindturnen, das würde dir auch noch gefallen. He? Aber das war halt zu unseren Zeiten noch nicht so, gewesen, dass man für Kinder so Burgen aufgestellt hat. Aber es ist herrlich, wie sich alle jetzt gefunden haben hier, bei schönem Wetter. Kinder, die sonst kein Lobby haben, dürfen einmal machen, was sie wollen. Sie können, ja, können lärmen, können singen, können schreien. Da dürfen sie uns nie, oder praktisch nie. Überall sind die Alten rum und die Grossen, die sagen, dass man da nicht darf. Und darum finde ich es gut, dass man so Veranstaltungen hat, dass man eben Kinder mal wahrnimmt, dass man für Kinder etwas tut und nicht nur immer für die, die eh schon alles haben. Wir haben wirklich einen guten Zusammenhalt hier im Dorf mit Jung und Alt und das gefällt mir. Schön. Und, ist lustig? Ja. Was gefällt dir da? Töpfburg, Zuckerwatte gratis. Heula. Und guten Preis, weisst du? Und ihr auch in Sevelino? Nein, ja. Wohin gehst du, Ferienkopf? Wo gehst du? Arbeiten mit Blech und Bowling. Was ist, oh ja, was ist denn da? Das, was ist das? Was ist das Bowling? Was ist denn da? Nur mal so mit den Kugeln. Glaub ich schon. Aha. Gehst du auch in Sevelino? Gehst du auch in den Club, in den Ferienkopf? Ja. Was machst du heute? Bowling spielen, Tierheimbesuch und arbeiten mit Blech. Da haben jetzt schon ein paar gesagt, das ist ja so lustig. Für ein Mädchen arbeiten mit Blech, etwas Spezielles, hä? Ja, sie macht es jetzt das erste Jahr. Aha. Wo gehst du her? Ich gehe zum Brot und Pizza backen und bei allen Blech. Also ich sage, Pizza backen kommt ja mit. Ich könnte dann gut Pizza essen. Ja. Wo geht ihr her? Bonirite. Was hat einer gesagt? Ponyreiten hat jemand gesagt. Wer hat gesagt Ponyreiten? Als ich noch klein war, konnte ich nie Ponyreiten. Und jetzt kann man endlich mit dem Sevelino Ponyreiten. Und dann gehe ich dann mal. He? Ich muss vielleicht die Füße ein bisschen abkürzen, aber es wird schon gehen. He? 10 Jahre lang Sachen können machen, die man früher nie können. Oder ihr habt schon reiben schön. He? Und dann die schönen Ballons, die haben wir auch nie machen. Müsst ihr auch nicht überlegen, ob ich so ein Laserschwert machen will oder irgend so etwas. He? Super. Was machst du da? Jetzt machen wir ein Smiley auf so einem blauen Unterteil. Gibt es denn die beim Ferienclub auch? Nein, beim Ferienclub gibt es mich noch nicht, aber vielleicht bald einmal dann. Wäre interessant, gell? Ja, dann könnte man einen Ballonworkshop machen mit den Kindern. Ja. Hey, da könnte man den Kindern beibringen. Das wäre interessant, so ein Zauberer beim Sevelino, oder nicht? Was würdest du sagen zu einem Zauberer beim Sevelino? Das haben wir schon gefunden. Das müssen wir einführen. Oder wenn der Gemeindepräsident auf die Pony reiten geht, meinst du, hält das Pony das aus? Was machst du? Nein. Kajetan, aufpassen. Und Kajetan. Bist du mal drüber gekommen, durch so Pony? Nein. Aber hast du Angst? Ein bisschen. Bisschen, gut. Aber nicht. Aber die Pony sind stark, Claudia, gell? Ja, ja. Die krachen nicht zusammen, hä? Ich hoffe es nicht, nein. Aber du, der Gemeindepräsident möchte auch eine Pony reiten. Meinst du, reizt er? Ja, wohl, wahrscheinlich schon. Da machen wir am Boden. Nein, aber es lange, das lange. Könnt ihr auch in Sevelino Club? Ja. Wo gehst du her? Ist Bouldern, ist Bowling, ist Tierheim und irgendwas mit Pferden, aber ich weiß nicht genau, wie es heißt. Du, da haben mich schon lange mal gefragt, was ist denn das Bouldern? Was ist das genau? Das ist Klettern ohne Gerüst halt. Heula, hä? Ist nicht gefährlich? Nein. Ja. Also ich weiß nicht. Woher gehst du? Ich gehe auch ins Tierheim, ins Bowling und ins Bouldern. Gell, das ist eine schöne Ferien, so ein paar Kolleginnen zusammen. Ja. Da hat noch etwas zu tun. Bist du schon ein paar Mal gegangen? Ja. Ist auch mal super. Ja. Ja, Claudia, du bist echt Mama Sevelino, gell? Wie bist du auf die Idee gekommen? Wir haben 2007 mit Sandra Fetsch gefragt, ob wir zusammen etwas machen wollen. Also in der Form, wie es früher bei uns den Ferienpass gegeben hat. Der war aber damals mal von der Pro Juventute aus organisiert. Ja, wir haben uns dann entschlossen und haben dann dazu noch Frauen gesucht, die dazu passen und haben dann angefangen, ein Konzept auszuarbeiten. Und 2008 haben wir dann das erste Mal starten. Und jetzt kommt sie hochprofessionell daher, gell? Man kann es im Internet anmelden, in einer Homepage. Also, wie haben Sie das zustande gebracht? Oh, die Homepage haben wir auch schon von Anfang an. Natürlich mit einem Haufen Kinderkranken, die wir jetzt immer wieder haben können
verbessern. Und jetzt, so wie es jetzt ist, mit dem ganzen Anmeldeprozedere und mit der ganzen Aufmachung, ist es um einiges einfacher als früher geworden. Die Kinder können sich elektronisch anmelden, gell? Also wirklich komfortabel. Ja, ja, am Anfang haben wir noch sehr viel Telefon gehabt. Da sind wir alle fünf vom 1 bis am Abend um 7 Uhr am Telefon gesehen und haben dann die Anmeldungen so aufgenommen, weil gleich noch nicht alle Computer hatten. Ja. Wie viele Kurse bieten Sie denn so an? Weißt du das gerade? Ja, das sind so zwischen 40, 50, 60 Kurse. Und der geht eine Woche lang? Der geht ja. eine Woche. Alles Frauen, die dahinter stehen? Ja, außer der Administrator. Das ist ein Mann. Das ist typisch immer, gell? Immer wenn es kein Geld gibt und viel Engagement braucht, sind es einfach immer wieder Frauen. Wenn es um Technik geht. Ja. Aber sonst sind es immer wieder Frauen, gell? Wenn es Engagement braucht und kein Geld gibt, gell? Es ist so. Du bist selber Mama, du bist selber Spielgruppenleiterin. Was denkst du, was bedeutet das auch für Seewohl, auch für Kinder, dass es in den Ferien so etwas gibt? Es ist halt auch für die Kinder, die nicht in die Ferien können, die hier bleiben müssen, dass wir diesen Kindern auch irgendetwas bieten können. Es wirkt sich auch nachher auf dem Pausenplatz und überall bei uns, dass die Kinder nachher miteinander einfach besser können. Zusammen spielen. Sie finden jetzt den anderen, den sie immer auf dem Pausenplatz doof gefunden haben. Vielleicht nach diesen Kursen plötzlich nicht mehr so schlimm ist. Eben, gell? Also, das geht über viel weiter. Sind wir 10 Jahre sind wir dran. Geht das jetzt weiter? Oder, weißt, ich denke mir immer, es ist ein Engagement. Du hast es auch ein bisschen geblinzelt. Also, man gemerkt, gell? Ist das schon ein riesiger Krampf, alles zusammen? Es gibt viel Arbeit. Es gibt sehr viel Arbeit. Und wir machen es wirklich alles freiwillig. Und wir haben schlussendlich aus einem Nachtessen gerne nichts. Und aber dann dafür der Dank der Kinder das ganze Jahr durch. Wäre also, aber ich weiss, du gibst keine Antwort, aber ich denke, meine Meinung, es wäre eigentlich einmal an der Zeit, dass man auch irgendeine Unterstützung finden. Wenn sich jemand melden will, als Sponsor oder so, jederzeit herzlich willkommen, oder? Ob Sponsoren oder Kursleiter, nehmen wir alle sehr gerne an. Ja, weil wir leben nur von den Sponsoren. Wir können es nur machen so. Letzte Frage. 40 Kurse, hast du gesagt, 10 Jahre gibt es. Wie viele Kinder können auch mal jemanden so? Ungefähr sind es 170, 180 Kinder. Und somit sind etwa 500 Kurse ausgebucht oder gebucht damit. Und ich habe gehört, auch Kinder außerhalb von Seewohl wollen gerne hierher kommen. Geht das? Nein, wir nehmen hauptsächlich unsere Seewohlerkinder dran. Bist du ausgebildet an der Würst? Hast du das gelernt? Gelernt nicht, aber man macht, was man kann. Und gell, als Gemeinderat natürlich weiss man, wenn es um die Wurst geht. Das ist so. Man muss wissen, wenn es um die Wurst geht. Und, wie fühlst du dich da oben? Gut. Meinst du, wir könnten einmal den Gemeindepräsidenten draufsteigen lassen? Ein einziges Mal, nur ganz kurz. Ja, ich glaube schon. Schau, wer er geht. Komm, wir probieren es einmal. He? Also. Kommst du schnell leben? Claudia hat behauptet, es ginge. Und wir haben das Gefühl, das Pony krachen. Was oder meinst du, dass du wirklich da drauf rauf sitzen? Ja, natürlich. Oder Beiß in den Boden. Francisco und ich warten schon seit einer halben Stunde. Weißt du, dass ich nicht über Abend spicke? Ja, das Spicken sind wir uns gewöhnt, ich als Lehrer. Und du als Präsident. Ah! Und jetzt, sag mal, wie weit runter gehen die Beine? So. Ma, du bist voll Pony-konform, hey? Gell, ja. Weißt, ich bin noch nie auf einem Pony oben gesessen. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Pony reite. Und in der Franziska hat es auch gesehen, also wir haben es nicht geglaubt. Aber jetzt wird man noch ein paar Schritte sehen. Hier. Ein paar Schritte sehen, ja. Und da reitet er hier, unser Gemeindepräsident, wirklich wahr. Also, ja, also, mich erinnert das fast ein bisschen, weiss auch nicht, ich darf es nicht sagen. Franziska, jetzt mal ganz spontan, an was erinnert einem das hier? Ja, irgendeinen Kindheitstraum, den er nie erfüllen konnte. Wir sind spontan Bremer Stadtmusikanten in Zinko, aber das stimmt ja, genau, irgendwie nicht. Ja, genau, der Esel auf dem Pferd. Gell? Ja, ja. Ja, nein, er soll seine Freude auch haben, finde ich gut. Also, ich lebe noch. Also, Claudia, gell? Also ein Gemeindepräsident so führen, hast du auch noch nie gemacht? Nein, definitiv nicht. He. Aber hast du schon lange mal gewünscht, einen den Nase rumzuführen, gell? Nein, das auch nicht. Auch nicht? Nein. Ah, dann. Jetzt versteige ich. Du, was war für ein Gefühl? Du, ein habes Gefühl, wirklich. Jetzt bin ich mal wirklich hoch oben, oder? Und kann auf dich runter schauen. Das tut mir also gut. Ja, dann, also, und ich kann den Kindern nachfühlen, wie es denen geht, wenn sie mal die Freiheit erleben. Weißt du, wenn sie mal wirklich einfach
hoch oben dürfen sein und auch ernst genommen werden. Oder? Jetzt fühle ich mich richtig ernst genommen von dir, weißt du das? Liebe Leute von Sevelen, wenn wir je einmal immer einen Anerkennungspreis schenken, wir schenken dem einen Pony. Oder vielleicht noch lieber einen störrischen Esel. Ja, besser. Ah, er hat es geschafft. Super. Also, Sevelino, etwas für klein und gross. Gut hast du gemacht. Die Haare hat... Ja, ich war eine Brünette. Ja. Oh, Fernsehen. Ja, hast du den nicht mehr? Conny hat es im Fernsehen. Jetzt komme ich im Fernsehen. Sevelen TV. Schwester von RTL. So. Nein, ich zeige euch jetzt, wie man richtig zaubert. Und zwar brauche ich für das habe ich ein Spiel mitgebracht. Spiel mit dem Becher und dem Ball. Die, die es schon mal gesehen haben, gut aufpassen, vielleicht begreifen Sie jetzt, wie es funktioniert. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht einen Becher und einen Ball. Und ihr müsst nur röteln, wo ist der Ball. Verstanden? Der Ball ist entweder im Becher oder er ist unter dem Becher oder vielleicht in meiner Hand oder sogar bei mir vorne im Sack. Alles klar? Hat der Buchser da, muss ich es nochmal erklären? Nein, ist gut, okay, dann fangen wir an. Alles klar. Wir sind nicht in der Schule, ihr müsst nicht ausstrecken, einfach rufen. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ja, das ist ja ganz einfach. Also gut, fangen wir an. Gut, wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Im Sack. Im Sack, richtig. Warum ist er nicht unter dem Becher? Weil ich noch nicht mit dem Finger schnipse. Genau, erst wenn ich mit dem Finger schnipse. Jetzt bist du aber hure langsam mit deiner Kamera. Machen wir es noch einmal. Wo ist der Ball? In der Hand. Wo ist der Ball? In der Hand. Wo ist der Ball? In der Hand. Jawohl, warum ist er nicht unter dem Becher? Ganz einfach, wenn er nicht mit dem Finger schnipse. Und wenn ich mit dem Finger schnipse, ist er noch unter dem Becher. Jetzt machen wir es ein bisschen komplizierter. Wo ist der Ball? Mach mal. Nein, ist nicht im Mund. Er ist schon nicht unter dem Becher. Weil ich mache zuerst einmal mit dem Finger schnipsen, dann ist er noch unter dem Becher. Bis ich bald euch und den grünen Ball euch und dann zweimal mit dem Finger schnips. Wieso? Genau, eine Zitrone. Wieso weißt du das? Bist du schon mal da gewesen? Ja. Oben reinstecken und ausziehen. Oben ganz fest reinstecken und schon wird es rote Tüchle gelb. Wie? Gefällt euch Geld nicht? Also wenn euch Geld nicht gefällt, dann stecken wir es einfach wieder rein. Schnipsen mit dem Finger und dann wird es wieder rot, oder? Und was? Oh. Oha! Jetzt habt ihr mich voll verwischt. Wie findest du es, Evelino? Ich finde das ein super Anlass, der hier organisiert wurde für die Kinder. Sie haben alle Spass und es hat sehr abwechslungsreiche Posten und Spiele, wo sich hier Kinder verweilen können. Hast du schon eine Bereicherung für sie? Ja, sehr, auf jeden Fall. So Wahlen sind immer super, wenn da jemand die Initiativen ergreift, um etwas zu machen. Ja, wo bist du? Wo bist du? Macht das weh? Macht das weh? Ja! Okay. Ist das gefährlich so, wenn er so springt? Ganz gefährlich! Boah, du, was ist das für ein Geist? Das Rücktier ist da, hure cool. Weißt du? Der Fallrücktier? Ja, der macht einen halben Shooter. Aha. Bist du bereit? Okay, und? Sind ihr sicher da in der Mitte und nicht auf die andere Seite? Nein! Gut, nochmal. Jetzt aber richtig laut auf drei zählen. Und? Eins, zwei, drei, vier!
zu weit. Britta, als du durcheinander hast, hast du gemerkt. Dann machen wir nochmal. Okay, Ohr. 1, 2, 3. Nein, es geht nicht. Es funktioniert nicht. Man muss nicht. Hey, das hat nicht ich gemacht, das hat sie gezaubert. Ein riesen Applaus. Hey, Grossi, mach du kurz einen Moment. Hey, Luise, gehst du einmal auch in den Ferienclub? Ja. Wohin gehst du? Steintürme bauen und bouldern. Ja. Das Klettern? Ist das nicht gefährlich? Nein, also... Ja, nein, eigentlich nicht. Und Mama geht auch mit? Nein. Heula. Aber du gehst schon, gell, Patricia? Du kannst die Schatzkiste basteln. Mit den Kindern.